wir könnten Seven vs. Wild gucken. Ha, genau. Und das werden wir jetzt auch tun. Teams. Er sagt das viel zu lasch. Das wird viel krasser werden. Tag 5 schon. Krass. Moin. 5. Tag. Alter Schwede, ey. Die Nacht war wieder nicht gut, ey. Okay, bei mir ging's. Richtig schlecht geschlafen, Alter. Ich muss sagen, ich habe diesmal fast durchgeschlafen. Und ich hatte keinen Rücken, der hat nicht so gedrückt. Aber wir haben diesmal auch kürzer geschlafen. Mhm. Ja, ich glaube, wenn man zu lang liegt, geht das krass auf den Rücken. Ja, wahrscheinlich, ja. Mir ist halt immer noch so diesig wie gestern. Das ist ganz komisch, Alter. Mhm. Alter. Mhm. Ja, mal gucken, wenn wir runtergehen. Vielleicht schon mal frisch machen. Wasser trinken, ne? Erstmal Wasser trinken, ganz viel. Da muss man sich auch mittlerweile ein bisschen zwingen, Wasser zu trinken. Zum Anfang war es irgendwie geil und jetzt ist so. Ja, aber muss, Alter. Zieh dir gleich einen halben Liter oder so rein und dann. Ja. War das schon. Wird schon. Okay, Freunde, jetzt stehen wir auf. In 10 Minuten wahrscheinlich. Mhm. Ah. Okay, Freunde. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Gerrit ist schon wieder hingefallen. Ja, die drücken bestimmt gleich. Nee, Digga, ich weiß nicht, was los ist. Was ist denn jetzt mit dir quasi? Ja, ich habe keine Ahnung, Alter. Mein Arzt hat mich ja vorgewarnt, dass das passieren kann, so. Aber dass das so krass ist, Alter. Was denn? Was passieren kann? Ja, lass mich mal kurz sitzen und dann. Ja. Gehen wir erstmal unter Wasser filtern und dann schauen wir mal. Ja. Ja, auf jeden Fall viel trinken, Alter. Okay. So. Ihnen geht's auch noch nicht besser. Wir haben jetzt bestimmt 3/4 Liter Wasser reingejagt. Ey, aber der Schwindel geht nicht weg, das ist so verrückt, ne? Es ist jetzt einige Zeit später, wir haben wirklich noch gewartet und miteinander geredet. Um euch da auch nochmal abzuholen, als wir da vorhin runtergelaufen sind. Ihr habt ja nur gesehen, wie ich auf dem Boden gesessen habe, aber mir ist halt wieder schwarz vor Augen geworden. Ich weiß es und nicht, Lou. Keine Ahnung. Das hatte ich vorher noch nie in meinem Leben. Ich war einfach weg auf einmal. Ist einfach abgeklappt. Der nächste Moment war halt, wie ich da auf dem Boden saß und dann. Ach, das ist ganz komisch. Ich glaube, die drücken besser. Das hat mir gestern schon Sorgen gemacht. Gestern Gesundheit geil, geht Alter. Vor. Scheiß auf sowas. Hm. 45 Minuten später. So, wir haben jetzt gerade nochmal gequatscht und eine Entscheidung getroffen. Es wäre einfach dumm für mich, an dem Punkt weiterzumachen. Ja, sehe ich aber auch so. So. Wenn der Körper sagt, ja, halt, stopp. Ich kann mich jetzt hier nicht mehr durch dieses schwere Gelände bewegen, weil das Risiko für mich einfach zu groß ist, da halt irgendwie abzuklappen nochmal und dann halt nicht das Glück zu haben, auf so weichen Boden zu fallen, sondern dann halt, keine Ahnung. Ja, ungünstiger zu stürzen. Absolut vernünftig. Ich krieg mich nicht raus. Die Rettungskräfte vielleicht nicht. Ich sag dir, wie es auch ist. Ich hab einfach Angst um dich. Wenn wir heute Küste abklappern, was wir machen müssen wegen Nahrung, du klappst da weg. Was soll ich? Gerade auf den Klippen und Steinen. Digga, ich krieg dich da nirgendwo raus. Du, wenn ich da falle, ist eh vorbei. Ja, geht nicht. Es ist richtig scheiße, aber deine Gesundheit geht auf jeden Fall vor. Das ist mir alles egal. So sieht's aus. Ach, trotzdem krass, ey. Das ist ja mega zum Kotzen, so. Wegen so einer Scheiße jetzt aufhören zu müssen. So eine Scheiße, hör mal, das ist dein Körper. Der Plan war ja eigentlich ein anderer. Wenn. Also meinetwegen. Wenn der Körper sagt, pass mal auf, geht nicht, hier ist jetzt, hier ein Strich, ja? Ich muss jetzt hier, halt, stopp, ich muss hier raus. Dann kannst du nicht sagen, so, ah, zieh mal durch, gar kein Problem. Nein, raus da. Was soll denn das? 14 Tage hätten wir meinetwegen nicht geschafft, wegen Nahrung oder so, keine Ahnung. Aber 9 bis 10 wären schon drin gewesen. Ja. Ja,
Es kommt auch richtig Enttäuschung. Ne? Digga, es ist wie es ist. Ah, es ist gut, ey. Wenn nicht, es ist wie es ist. Fakt ist, Gesundheit geht vor. Ich drück jetzt Yellow. Und sonst raus. Ja, gelb heißt wahrscheinlich alles, also grün heißt alles ist gut, gelb ist abholen und rot heißt wahrscheinlich absolut jetzt aber Stress. Ja, genau, hier ist Gerrit von den Naturensöhnen. Super, danke euch. Bis gleich, ciao, ciao. Krass. Ah, das ist einfach. Das ist zu risky, Mann. Von den Naturensöhnen. Das kann jetzt um die Uhrzeit senden, die uns gerne auch mal einen Code grün. Deshalb dachten wir erst, das wäre eventuell ein Fehler. Aber wir haben jetzt von beiden, also von beiden Geräten, einen Code Geld bekommen. Deshalb gehen wir davon aus, dass die raus wollen. Okay, ich pack jetzt. Könnte ich schon wieder anfangen zu flennen, ne? Ja, egal. Digga, du kannst doch dafür nichts. Richtig. Typisch Mensch, ey, mach dich selber fertig. Ja. Wahnsinn, ne? Zu machen in so einer Situation, ne? Lass es sein, denk nicht drüber nach. Es ist wirklich kackegal. Es war ja einfach alles anders geplant, so. Ich meine, wir haben unsere Koffer so gepackt, dass wir die 14 Tage schaffen. Ja gut, jetzt muss ich waschen, ja. So eine Kleinigkeit, ja. Nicht genug Zivilklamotten dabei. Stimmt, ja. Es ist also eigentlich gut. Scheißegal ist, aber ja. Das Mindset war halt ein anderes, ne? Da fliegst du in so einer Scheiße. Ist vernünftig. Wir machen uns jetzt so langsam fertig. Um dann dort anzulanden. Ja, die sind ja total entspannt immer, ne? Also wenn die einen mal rausholen da, dann ja, dann machen wir uns jetzt mal fertig. Ich hoffe nicht, dass da mal wirklich was passiert, ey. Und dass die mal richtig Gas geben müssen. Ja, dann machen wir uns jetzt mal fertig. So, Boot ist da. Bin jetzt schön langsam nach vorne. Ja. Den Sack habe ich schon nach vorne getragen. Gerrit kriegt jetzt bitte gar nichts mehr. Wenn jetzt schwindelig wird, setz ich. Ja, geht wahrscheinlich hier, setz dich vorher hin. Oder sag was, aber es geht wahrscheinlich nicht. Ja, auch. Oh. Okay, geh an, der kann sich auf dich stellen. Okay, geht. Weiter. Boah. Jo. Bin drin. Danke euch. Viel zu schlapp, da hochzuklettern, ne? Gestern schon übelst auf schwarze Augen geworden. Und heute Morgen, als wir runter sind zum Wasser holen, bin ich einfach abgesoffen. Wieder schwarz vor Augen geworden. Viel Wasser getrunken, dann ging es wieder, aber heute früh dann nochmal, Alter, und dann weiß ich nicht. Das war gruselig, so will ich Gerrit nicht sehen. Ist so, ne, Lou? Naja, kann ich gut nachvollziehen, ja. Man sollte das mehr, also ohne Scheiß jetzt, ne? Das sage ich heute mit meinem älteren Alter. Man sollte auf seinen Körper hören. Du merkst das. Dein Körper sagt dir, ey, okay, ein bisschen geht noch. Und dann sagt dein Körper dir, aber jetzt. Und dann sagt der Körper, okay, ein bisschen geht noch, aber jetzt ist Feierabend. Und dann hör drauf, hör drauf. Ist wirklich so. Krass.
eins meiner Favoritenteams gewesen, sage ich ehrlich. Eigentlich, weil die waren, wie sagt man, die waren am kompaktesten, das Shelter war krass, das war alles. Die zwei, ey. Ich sag dir, die wollen nicht mehr weg, wenn die fertig sind. Guten Morgen. Ja, da in Herrgottsfrüh sind wir schon unterwegs. Und versuchen hier wieder Fische rauszufangen. Extra für aufgestanden, die Sonne ist noch nicht da, um eben die Gunst der Morgenstunde zu nutzen. Ja, Knossel macht dann auch seinen Haken ready. Ich stehe schon ready mit dem Kescher. Bin schon wieder fast durch so einen Schwarm durch. Leider ist der wieder ausgewichen. Boah, das wäre auch absolut wild, mal so einen Schwarm zu fangen. Ja, und so geben wir halt die Hoffnung niemals auf. Hast du einen? Sascha hat einen! Sascha! Mit dem Kescher! Hier ist er! Ja! Ich hab Fisch! Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Hinten fest! Sascha hat mit dem Kescher einen Fisch! Ich hab Fisch! Und ja! Der erste Fisch! Mit dem Kescher! Sascha! Ja! Der Kescher! Der Hirsch funktioniert! Ja! Der Hirsch funktioniert! Oh mein Gott, der hat Fisch. Deswegen niemals aufgeben, extra früh aufstehen. Und wir schaffen das. Man muss immer an sich glauben, wir machen das. Das ist der erste, jetzt kommen noch 10 raus. Ja! Das gibt's nicht. Der Kescher funktioniert, Sascha. Das hat funktioniert. Ja! Der Fisch. Ja! Oh mein Gott, hast du ihn? Ich habe auch gedacht, er hat so einen riesen Fisch im Kescher. Und dann holt er da so. Also, ey, ich dachte, der kommt mit dem Fisch, kommt er mit einem Fischstäbchen. Nicht verlieren! Ah, wie geil, ey. Ah, nicht verlieren! Ja, nein, ist er weg. Ja, okay. Das ist doch kein der Fisch. Der Kescher runnt! Naja, die haben jetzt halt, ich sag mal so, den können sie jetzt gut als Köder nutzen für ihre Angel, ne? Aber dafür muss da auch was sein und dann auch muss es auch ein Fisch sein, der ein Raubfisch ist, weil wenn du dann da, keine Ahnung, so ein Karpfen oder so, ich glaube, Karpfen gehen da nicht dran. Also, weiß ja nicht, was da rumschwimmt halt. Ich habe noch nie im Salzwasser gefischt oder so. Tag 5! Mit uns hat keiner gerechnet! Krass! Wenn ihr wüsstet, dass Fritz schon zu Hause im Warmen seit 3 Tagen sitzt. 3 kleine Fische gekeschert. Von unserem Sascha Huber. Boah, die sind gar nicht so klein. Krass. Stimmt. Unsere ersten 3 Fische, guck. Ey, da muss man auch Danke sagen, ne? An die Natur, dass sie uns das gegeben hat. Wirklich. Schau mal, 3 kleine Fische, zeig sie mal. Boah, klasse. Das ist also unser erster Grill. Wie geil, Alter. Ja, Baby! Tag 5! Tag 5 haben wir die ersten kleinen Fische. Mahlzeit. Prost. Prost. Egal. Boah, ob es geht. Boah, ist das gut. Ich kann es essen. Boah, ist das lecker. Boah. Fritz ist raus, weil die haben kein Trinkwasser gefunden und war alles wohl Salzwasser. Und deswegen haben die dann gesagt, nee, ohne Wasser ist halt, das wär Quatsch. Ne? Gesundheit und so. Die zwei. Ich sag's euch, die zwei lässt du noch die restlichen 9 Tage dort, die wollen nicht mehr weg am Ende. Das Boot kommt, dann sagen die, wer seid ihr? Haut ab hier. Was wollt ihr hier? Das ist geil. Ach, ist das schön. Haben wir es geschafft. Wenn die sich nicht irgendwie verletzen oder so, wo dann gesagt wird, so, nee, komm, dann musst du jetzt raus oder so, das ist ein Notfall, glaub mir, die ziehen durch. Krass. Bei dem machen wir auch keine Sorgen, bei den Zweien. Aber krass, dass die beiden Seen gefunden haben. Wir haben richtig schön 9 Stunden gepennt. Fühlt sich wieder ein bisschen besser als gestern nach diesem Gewaltmarsch. Wetter ist top. Wir haben gerade schon Wale gesehen. Ich habe schon 2-mal versucht, die Wale auf der Kamera festzuhalten. Ich springe mal 2-3 Mal hoch und dann, wenn ich die Kamera raufhalte, sind die nicht mehr da. Romanson ist jetzt als erstes los zum Ebbebecken und gucken, ob unserer Fischfalle irgendwas drin ist. Eventuell bauen wir davon noch ein paar mehr.
Und dann gehen wir mal so weit links. Da war einmal so eine Felsschlucht, da gehen wir dann irgendwie links drum rum. Wir gehen mal so weit links, wie wir noch nicht waren, um Beeren zu pflücken. Und wir werden unser Wasser mal aufbereiten. So, wir sind jetzt unserer Fischfalle, die ist aber erstmal gerade weg. Guck mal, ob du sie von innen siehst irgendwie. Passt ein bisschen auf meinen Scheiß hier auf, wenn der runterfällt. Ja, dann fällt er in den Sand, ist egal. Ja. Ja, war klar, die Wellen hier sind zu hoch. Aber da waren so viele Steine drin, ne? Wo ist der? Unten einfach. Und? So weg, richtig aus, rausgetrieben hier. Hier waren gerade wieder so viele kleine Mistfische, als wir hier reingegangen sind. Komplett weg. Okay, weiter geht's. Ey Leute, eigentlich bin ich ein riesen Fan davon. Ich komme hier aus Hamburg. Einen Tag mit der Freundin Urlaub irgendwie an der Nordsee, St. Peter-Ording oder an der Ostsee zu machen, so am Meer. Ein Tag. Schön lecker essen, Strandwanderung, Wetter genießen, der Stuff, ne? Hab ich ihr eigentlich versprochen, wenn ich wiederkomme, von hier. Aber ich hab keinen Bock. Kein Bock mehr auf Wasser. Freundin, tut mir leid, dass Nordsee, Ostsee, weißt du schon, See ist gestrichen. auf Meer. Ich habe keinen Bock, dann ich werde keinen Bock mehr auf Strand haben. Ich habe keinen Bock mehr auf die Wellengeräusche, die ich eigentlich liebe. Dieser Algengeruch, das muss ich, glaube ich, erstmal wieder aufbauen. Ich kann ein Meer erstmal nicht sehen. Das habe ich mir gedacht, ey. Ihr seid dreckig. So. Ja, wir sind jetzt hier bei unserer, was ist denn das eigentlich, eine Reuse? Was hast Keine du da gebaut? Ahnung. Irgend so ein Netzding. Habt ihr schon am ersten oder zweiten Tag gesehen? Jetzt gehen wir das mal wieder kontrollieren. Es war jetzt ziemlich lang die Flut recht hoch. Die geht hier echt bis hier oben hin. Also ist dann echt so ein richtiger See hier. Ja. Ja, vielleicht haben wir was gefangen. Ja. Weiß nicht, so richtig zuversichtlich bin ich nicht, nachdem die Tage einfach gar nichts drin war. Aber wir sind ja schon motiviert hier hingestapft, Handschuhe schon mal Safety First mitgenommen. Ja, brauchen wir ja sowieso. Ja. Und? Wow. Was? Du verarscht mich, komm. Komm, du verarscht mich. Komm her. Nö. Alter, ist das krank. What? Kannst du das bitte filmen? Alter, da ist einfach eine Riesenkrabbe drin. Boah, ich shake, Alter. Oh. Holy Scheiße! Scheiß. Okay, aber wir machen okay, das jetzt wir nicht hier, weil okay, wir brechen ja. Wir uns alle Haxen. Wir tragen die nach hinten. Alter, what the fuck? Oh. Ja, aufpassen, dass er Alter! Wow, so nice. Das kannst du ja keinem erzählen. Aber wie... Dankness, was? Dungeness Krabbe, okay. Weiterverarbeitendes Krabbenart an der Küste. Also weit verbreiteste Krabbenart. Weit verarbeitet. Ja, okay, alles klar. An der Küste Vancouver Island. Sie ist besonders bekannt für ihr zartes Fleisch und spielt daher eine große Rolle in der kulturellen Fischerei Westkanadas. Krass. Alter, das ist aber auch ein Monster, oder? Wie wird das zubereitet? Weißt du das? Zwillingsbereifung? Jetzt habe ich Hunger auf Hummer. Wie bereitet man sowas zu? Weißt du das? Ich habe halt gar keine Ahnung, ey. Ich esse halt nichts, was aus dem Wasser kommt. Alter, ist der riesig. Okay, jetzt krass. Schnell schön Bein raus. Ich würde halt dann den Körper, ja, auf dem Holster, vielleicht da vorne und den Körper, weil den isst man ja nicht. Den Körper dann gleich. Ich bin mir unsicher. Ich dachte, dass man auch ein bisschen was vom Körper essen kann. Oh. Töten von Tieren. Triggerwarnung. Vorne auf den Kopf würde ich, nicht hier so hinten, oder? Okay, krass. Macht man das so, ja? Oh Gott. Okay. Ich mach die Augen zu. Du machst die Augen zu. Eins. Drei, zwei, eins. Okay, super. Haben sie gut gemacht. Ja, finde ich gut. Okay, Leute, das war jetzt echt krass. Heftig. Krass. Aber da sieht man mal, ne? Der Mensch
ist das schlimmste Tier. Und wenn der Hunger hat, so ist es heiß, ne, eigentlich. Heißes Wasser wird abgekocht, ne, also gebrüht quasi. Heißes Wasser, ja. Ja, so wie die quasi auch das mit dem Dingens gemacht haben, ja. Man hat ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie müssen wir den halt umbringen. Und Alter, das ist krasser drinnen als gedacht. Ich dachte, wir können jetzt einfach die Beine abreißen. Krebstiere nur in stark kochendes Wasser getötet werden, welche sie vollständig bedecken und eine CO-Gabe weiterhin stark kochen muss. Abweichend davon dürfen Krebstiere auch elektrisch betäubt oder getötet werden. Ah, okay. Danke dir. Nice. Also so machen die das im Fernsehen immer. Ja. Und auch mit Stein drauf, dass der dann echt gleich tot ist. Das war jetzt heftig für uns. Wir sind ultra dankbar, dass wir das jetzt bekommen haben. Ja. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, wie wir den jetzt ein bisschen hier... Aber es hilft nichts, wir haben echt unser Bestes getan. Er ist jetzt tot, also keine Sorge. Wir haben dann ihn auf den Rücken gedreht und dann die Beine abgerissen. Mhm. Ja, wie gesagt, es fühlt sich krass an, dass wir halt gerade ein Tier getötet haben, damit wir jetzt so überleben können. Das ist schon was Krasses. Ja. Was die Natur uns da gerade schenkt, ist halt nochmal irgendwie... Es ist ein bisschen was anderes wie mit dem Fisch, weil da schlägst du jetzt ganz schnell gestern den Kopf ab. Und da musst du so die Beine rausreißen. Und auch ganz anders als mit den Kleinen. Und du betäubst auch vorher. Ne? Ja, vorher die Kleinen waren vor allem die haben wir halt einfach ins heiße Wasser rein. Und das wäre mit dem halt nicht möglich. Wir machen mal weiter und nehmen euch dann wieder mit, wenn wir den kochen. Genau. Tschüss. Also hätten die den quasi einfach in heißes Wasser schmeißen müssen und dann wäre es erledigt gewesen, ne? Ich glaube, die haben ja nicht so einen großen Kochtopf, ne? Die haben ja nur das hier, glaube ich. Wir können jetzt hier sehen, dass wir das Rohr haben. Wir hängen mittlerweile alles auf, wo jemals Nahrung dran war. Hanna ist schon ganz fleißig wieder am Holz spalten und dann werden wir gleich echt ein richtig, richtig, richtig gutes Frühstück genießen dürfen und wieder Energie tanken. Ich fand es jetzt auch spannend zu sehen. Man ist die ganze Zeit voller Energie, vielleicht auch wegen dem Projekt, wenn man sich freut, man ist aufgeregt. Aber jetzt gerade, man merkt richtig, wie schwer die Arme schon sind. Und ja. Krass. So, sobald das hier kocht, kommt ein Beinchen rein. Dann Bein nach Bein, ne? Ja, wir müssen jedes Bein einzeln. Auf jeden Fall kommt ein Bein rein. Das sollte dann so. Ich bin auch gespannt, wie wir uns gleich damit fühlen. Boah, ja. Ich glaube aber, dass wir so dankbar für dieses Essen sein werden. Mhm. Die Proteine, die sind halt ziemlich krass dann. Meine lieben Freunde. Es ist halt einfach nochmal was ganz, ganz Neues, wenn man sich das Essen selbst erlegt, als wenn man zu Hause am Tisch sitzt und einfach nur ein Filet hat. Das kann man nicht vergleichen. Und in meiner Meinung nach ist es so wichtig, das Tier auch mal selbst zu erlegen und dieses Gefühl zu erleben und zu verstehen, wo das Tier herkommt. Wie viele in unserer heutigen Generation wissen gar nicht mehr, wo das herkommt. Ja. Die essen das einfach nur, aber die verstehen das gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass sowas auch den Fleischkonsum sehr verringern würde. Würde jeder sowas mal erleben, was wir hier gerade. Jeder dürfte nur Fleisch kaufen, wenn er vorher schon mal ein Tier erlegt hat. Das wäre doch eine Regel. Ja, ich finde, das wäre auch mal geil. So, wir kochen jetzt hier mal weiter und zeigen. Aus dem 3D-Drucker. So eine Kuh. Ja, zu geil, ey. Aus dem 3D-Drucker, so eine ganze Kuh. Ja, ich kenne es halt noch so, dass wir im Osten als Kinder haben wir das noch kennengelernt. Da wurde dann halt vor den Augen von uns wurden Schweine geschlachtet. Und dann hast du das halt gesehen, wie das so läuft. Ne? Also ich habe damit kein Problem. Ich habe mittlerweile auch wesentlich weniger Fleisch. Ich mache hauptsächlich wirklich nur noch so sehr viel Pflanzliches. Käse ist halt auch noch ein tierisches Produkt, aber es stammt ja nicht vom Tier selber. Also jetzt aus dem Tier, sage ich mal. Vom Tier schon, aber nicht aus dem Tier. Quasi aus dem Tier zubereitet. Natürlich kommt Käse auch aus dem Tier, aber ihr wisst, wie ich es meine. Mein Gott. Bei mir nur Hasen und Tauben, keine großen Tiere. Ja. Eigentlich dann die fertig gebratenen Dinger. Also wir legen das dann rein.
Und wir zeigen es euch dann erst, wenn es fertig ist. Und genau. Nicht hier so das. Genau. Die halbrohen Schenkel hier. Machen wir genauso. So, jetzt Schenkel nach und nach rein. Krass. Bis er das war aber auch rot ein krasses Vieh, Mann. Vielleicht köcheln lassen. Und dann sollte es genießbar sein. Die haben jetzt natürlich den Jackpot mit dem Tier, ne? Krass. So, wir haben jetzt gemeinsam wirklich, ich würde fast vermuten, das war eine ganze Stunde, ne? Ja. Boah, das war arg lang, wie wir jetzt das Feuer hier gemeinsam laufen gelassen haben. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass ich mich auf den Krebs freue. Einfach mal wieder ein bisschen Energie und vielleicht führt das auch dazu, dass meine Sätze wieder Sinn ergeben. Die haben nie Sinn ergeben. Die haben nie Sinn ergeben, Satan. Naja, anyway, wir haben 1 Liter. Ah, das stimmt, Ralle, das stimmt. True, true. Abgekocht, schön warm. Ich finde, das tut auch voll gut, so als Wärmflasche gleich nochmal vielleicht unterm Schlafsack und dann danach ein bisschen was Warmes trinken. Ich finde, so Wärme spendet enorm Energie. Und dann werden wir jetzt noch einmal das Wasser einfach ein bisschen warm haben und die Krebsbeine reinpacken, denn der ganze Prozess dauert so lange, dass die wieder kalt sind. Aber es ist natürlich schön, jetzt ein bisschen was Warmes im Motor. Jo, das machen wir jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder beim Snack. So, wir haben jetzt gerade das Krebsbein ein bisschen erwärmt und werden jetzt mit den Zähnen versuchen. Ja, geht ja easy. Das Ganze aufzuknacken und das Innere hier kann man jetzt ganz einfach wegsnacken. Seht ihr das Ganze? Und das ist wirklich viel. Wir haben hier wie viele Beine? Viele Beine haben Krebs? 8 Beine. Okay, und jetzt einmal also richtig... Also mit den Zangen 10. Richtig dankbar. Richtig dankbar genießen. Mahlzeit! Also das hier ist halt jetzt wirklich mal Nahrung. Seht ihr das, was das an Energie geben wird? Tag 5 wird bei uns einfach der komplette Hyper. Guckt euch das gute Fleisch an. Live-Tasting? Ich finde es lecker, ich habe gerade gekostet. Ich finde Krebs unfassbar lecker. Ja. Fünfter Tag beginnt heute. Die Flut ist unten und ich bin jetzt links vom Strand rübergegangen. Nur wenn die Flut unten ist, kann man überhaupt auf den nächsten Felsen und hier auf diesen Schlucht. Ich will gucken, was hier oben ist. Ich darf noch nicht so lange Zeit verbringen, weil wenn die Flut wieder hochkommt, komme ich nicht mehr zurück, trocken, ja, ins Lager, in Camp-Lager, Basecamp nennt man das. Also ich bin gespannt, was da oben ist. Das ist auf jeden Fall ein Trail von Tieren. Die geht hier, die geht da. Und dann runter ins Meer. Das kann alles sein. Das kann auch Bären sein. Und deswegen ist es besser, wenn ich ein bisschen lauter rede, dass die Bären mich hören und dass man keinen Bär erschreckt. So. Und da ganz deutlich, das ist eine Spur von Tieren. Ich gehe wieder zurück. Das ist zu gefährlich. Einfach nur. Erste Nacht in der Luxusvilla. Ganz geil, aber ziemlich harter Boden. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall ordentlich Kies nochmal aufschütten heute Nacht. Aber guckt euch das an. Richtig geil, als wäre man hier irgendwie in Holland am Strand oder was. Joey schon wieder am Malochen, seit einer Stunde oder sowas wahrscheinlich. Geil. Ich probiere seit 20 Minuten oder sowas aufzustehen, aber es ist einfach, das ist schon ziemlich hart, heute aufzustehen. Muskelkater merke ich und die Energie, die ist sowas von am Endlevel, also unten.
Ich kann mir mittlerweile fast keinen besseren Tagesstart mehr vorstellen, als wenn Joey mir sagt, so Jan, wir müssen mal sägen. Also, heute soll hier, glaube ich, der Vorbau gebaut werden. Also nicht Vorbau, sondern eher Seitenbau, damit das auch sicher ist hier. Und dafür haben wir die Tage schon den Baum hier runtergetreten und die ganzen Äste durfte ich jetzt schon absägen. Also das ist einfach nur geil. Mit dem Ding in der Hand, da geht es mir gut. Herrlich. Ja, jetzt ist aber auch schon nackig gesägt. Das heißt, wir holen ihn da jetzt ganz runter, stellen ihn da dran und dann höre ich mir mal... Oh. Okay. Nicht gut. Machen wir Joey dann vor Ort. Bauleiter Kelly, Alter. Geil. Hab mir den Daumen ein bisschen, oder den Finger, meine ich, Zeigefinger, bisschen geschnitten. Problem ist nur, wenn ich die Tasche aufmache, wo das ganze Medizinzeug ist und Verband und so, dann sind wir disqualifiziert. Und deswegen das abgelutscht. Ja, das war klar. Trick 17, GAFA ist die Lösung für alles. Einmal so. GAF? Und einmal so. Und wumm. GAF. Und der Knüppel? Der ist echt gut, ist ne? Ist richtig geil. Ja, ja. Wir haben die vierte Nacht hinter uns, jetzt fängt der fünfte Tag an. Der hat doch jetzt nicht ernsthaft das scheiß fette Ding mit dir kleinen Drecksäge durch. Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Und dieser Stamm hier. Scheiße, hat er das hier weggeknabbert? Ah, nee, ey. Den brauchen wir, weil wir die Hütte, die Villa, die werden wir erweitern. Wir machen halt nochmal so ein Varenda für... Ne was? Ne Varenda? Varenda. Zum Chillen. Zum Schön. Zum Schönmachen nennt man das. Ihr seht, das ist zu Hause angekommen. Wir haben hier quasi den Überstand und genau, jetzt wird alles befestigt und dann kommt das ganze Material, also die Dachziegel, kann man sagen, so ungefähr, ne? Die Dachziegel kommen drauf. Und drüben, dann haben wir hier einen Überstand, dann haben wir halt hier so einen Schutz. Und wir haben ja, zwischen 2 und vorne 50 cm mehr Platz in den Innenraum. Es ist Qualität fürs Leben. Hier vorne, da kommt noch eine Besonderheit. Und zwar Feuer. Verenda, das Pilsener. Hey, wie hält er, grüß dich. Aber ist echt gut, ne? Aber ey, die bauen gut, ohne Scheißralle. Das, ich weiß nicht, kennst du die anderen alle? Also, die haben echt gut gebaut hier, muss man schon sagen. Hätte ich jetzt, ja, wo die am Anfang das so angefangen haben, habe ich so gesagt, so, weiß ich nicht, ne? Aber jetzt, ja, doch, fühle ich. Längere Zeit jetzt nichts gefilmt. Ich habe gerade wieder scheiß Äste abgesägt und mich danach einfach hingelegt und eingepennt. Jetzt entflechten wir hier wieder diese Kordel und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein beschissener Tag. Alter, ich hab so keinen Bock mehr gerade, ehrlich. Bin mental, ich hab einfach keinen Bock mehr. Wenn ich keinen Bock mehr hab, dann hab ich halt keinen Bock mehr, weißt du? Ja, Kopf. Schwierig gerade noch hier irgendwie Motivation zu behalten, dabei zu bleiben, aber... Kopf ist das Krasseste. Ja. Hütte geht voran auf jeden Fall. Aber das hatte ich die letzten Tage auch, jetzt so immer um die Zeit, ich glaube es ist 1-2 Uhr oder so, da
zähle ich einfach nur die Sekunden, bis der Tag wieder vorbei ist. Morgens und abends ist immer ganz gut, aber mittags absoluter Abschiss. Vor allem habe ich auch Hunger jetzt wieder. Es ist, aber machst du nichts vor den Flechten. Die sind in Vancouver Island in Kanada. Hä? Werbung. Was mir halt so ein bisschen Angst macht und demotiviert ist, dass ich halt höchstwahrscheinlich keine Nahrung hier kriege, weil ich bin so K.O. oder unmotiviert dadurch schon, um halt auf Nahrungssuche hier zu gehen. Also zu dem Teich da hinten könnte man hingehen, aber stundenlang dann stehen und hoffen, dass da überhaupt ein Fisch drin ist. Das ist halt, alter Lachs. Artis, grüß dich, was geht? Wir gucken Seven vs. Wild Folge 10. Und wenn ich sage wir, wunder dich nicht, ich streame gleichzeitig noch auf Twitch. Das auf YouTube ist nur für VOD. Da hinten kam ein Wal aus dem Wasser gesprungen. Sowas sind dann natürlich Momente, die geil sind. Aber ja, wenn ich daran denke, jetzt noch 9 Tage oder so hier drin zu sein, nicht zu fressen, Alter, da dreh am Rad, ehrlich. Das ist halt, ja, das ist scheiße. Oh, wir sammeln noch die Wand für Shelter und was liegt da heute? Einfach ein perfekter Sitz. Ein Workout muss sein. So, komm her, Baby. Boah, lecker. Die Drecksäule. Komm, den brauchen wir. So. Und da jetzt rüber balancieren. Leck. Oha. Ist hier nicht, wo ich hinsteig. Ja. Palette. Traum. Also, die hat eine ganze Palette. Scheiße. Ich sag ja, wir Menschen sind richtige Drecksschweine, ne? Was wir alles da ins Meer entlassen, oder besser gesagt, was da so. Mein Gott, ey. Können wir meine Seite dicht machen? Alles. Kriegen wir hin, wir machen jetzt beide Seiten dicht. Bro, Knossel, du wirst es so fühlen. Wenn du das willst, mach es selber, Klaus. Deine Seite ist jetzt auch fast zu. Wahnsinn. Wahnsinn, schau aus wie eine Blockhütte. Ja, wirklich. Ja, mein Geil. Oh, Alter, wir haben's. Es ist alles da. Die Seite ist zu. Sascha, wir haben die perfekten Teile gefunden. So. Oh, ist gut, ey. Boah, spinnst du. Spinnst du. Ey, Sascha, wir haben es geschafft. Lisa? Wir haben es einfach geschafft. Wir haben einen Shelter gebaut. Wir haben einen Shelter gebaut. Wir haben einen Shelter gebaut. Die Löcher können wir noch zustopfen, das war's. Ja. Dann noch aufs Dachzeug, Reisig. Und aufs Bett. Und das Bett noch Reisig. Wir werden hier gehen. Wir versprechen es euch. Wenn wir hier abgeholt werden, wird hier ein Shelter stehen, wasserdicht, fest, für Jahre, hier in den kanadischen Wäldern. Alles, was wir brauchen. Ich kann es nicht glauben. Das ist. Weil so viele Leute haben auch nicht geglaubt. Weil Sascha und Knossi gehen ohne Plane. Andere haben gesagt: Oh, ist aber mutig. Spinnt ihr, ihr überschätzt euch. Weißt du, Fritz hat gesagt: Na, vielleicht überschätzen sie sich. Wenn ihr wüsstet, wo Fritz ist. Fritz, guck! Hm. Guck! Guck, Fritz! Ich sag's dir, Evo, ich sag die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich die beiden sehe und jedes Mal, wenn ich das gucke, wenn die nach 14 Tagen, wenn das Boot anlegt und will die abholen, weil die fertig sind, weil die, da sagen die, was wollt ihr hier, geht weg. Wer seid ihr? Die wollen da nicht weg. Das ist schon krass. Echt, also hätte ich denen so nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, die sind halt krass, ne? Die ziehen halt durch, finde ich echt nice. Guck! Du bist mit Plane raus, hä? Oh!
Wenn der wüsste, dass der schon gar nicht mehr drin ist, er ist krass einfach. Das Shelter haben wir schon. Jetzt noch das Bett. Auf jeden Fall. Ja. Das ist einfach geil. Wow! Echt gut geworden. Was für eine Roomtour. Das ist einfach geil. Irgendwo. Aber warte mal. Ganz kurz, Chat. Ey, du hast 6K-Abos. Krass. Voll der Flex von dir. Findest du nicht? Nur Flex? Pass auf, ich flex mal. Ich habe einen anderen Kanal mit 25.000 Abos. Was ist denn los auf YouTube? Haben wir Ferien? Oder Haus. Ist auch wichtig, ja, okay. Auch schön. Aber auch mal rausgehen. Aber Top-Camping, sehe ich da sowas von dir auch hier? Sowas? Machst du das auch da auf YouTube? Kannst du das mal angucken dann? Bin gespannt. Finde ich gut, wenn du sowas machst. Weil ich traue mir das nicht. Ohne Scheiß. Ich würde es niemals machen. Kein Bock. Einfach mal hinlegen. In die Wiese legen. Das macht man viel zu selten. Na warte, jetzt bin ich unterbrochen worden. Jetzt muss ich das nochmal gucken. Was Sascha so sagt. Dann wie das aussah. Wow. Hey, ich geh angeln. Geil. Ja, schön. Okay, sorry, du Flexer. Hey, du hast damit angefangen, Bro. Ja, komm jetzt nicht so. Oder angeln. Dann liegst du da, sitzt du da und genießt einfach die Natur. Wie soll ich vorgreifen? Ja, pack auf jeden Fall den Fisch, Alter. Der Stock ist zu schwer, der Stock ist im Wasser, das ist das Problem. Der reißt runter, du musst den Stock greifen. Gib mir den Stock. Kann ich mal auch. Gib mir den Stock. Boah, was für ein Monster. Das ist ein Baum. Komm. Krass. Oh, das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Das ist ein fucking Barsch. Bist du deppert? Ja. Da ist noch einer. Guck mal, so eine schmale Scholle. Cool. Fisch count. Fünf. Geil, Alter. Sascha, wir lieben. Alter, Hammer, oder? Da freut man sich richtig mit für die, so, weil man genau weiß, was die durchgemacht haben bis dahin, ne? Total crazy, ey. Das hier. Sascha. Vielen Dank. Danke, Natur. Ich hab jetzt fast aufgeschliffen. Vielen Dank. War ich auch, Alter. Ey, Sascha, das Netz fängt das Netz. Dieses Netz fängt hier Fische. Wer hat dran geglaubt? Sascha, sag ehrlich, du hast gesagt, hier ist keine Fische. Du. Wer hat dran geglaubt? Du. Und was meinst du, was mit dem anderen, unserem Köder passiert ist? Den hat jemand gefressen. Verdammte Scheiße. Wir haben da kleine Fische gesehen und immer diese Blubberblasen. Dann habe ich schon gesagt, wir müssen das machen. Wir müssen alles auslegen hier.
Aber ganz am Anfang dachte ich, da ist gar nichts drin. Das Netz muss hier bleiben, ne? Das muss hier bleiben. Das muss hier bleiben, das ist klar. Ja. Leute, ihr versteht's vielleicht nicht, aber vor der letzten Staffel in Panama kam Akif einfach während einem Livestream zu mir. Ich war in der Waschanlage, hab live gestreamt mit Adam. Akif, komm vorbei. Ich habe etwas für dich. Nimm das mit nach Panama. Mein Tipp, das gibt's nirgends auf der Welt. Das gibt's nur in Türkei. Dankeschön. Wirklich von vielen, Herzen. Vielen herzlichen Dank. Echt. Wir sind so dankbar. Wir haben extra 3 Netze von dir reingepackt. 3. Wir haben gesagt, wir müssen alle 3 reinbekommen. Und alle 3 haben sich schon ausgezahlt. Geil, Alter. Echt Dankeschön geil. An die Mutter Natur. An die Mutter Natur und an die Familie Akif. Dankeschön. Danke. Krass, Mann. 2 Fische, Alter. Holy moly. Hallo, der große Trinktest steht bevor. Erst müssen wir noch diese Steine loswerden aus der Flasche. Ich wollte gerade sagen, Alter, was willst du denn da trinken, Reef, ey? Und dann hoffentlich können wir dieses Wasser trinken pur, ohne Scheißerei, ohne Kotzerei. Kipp aus die Scheiße. Wir werden sehen. Mach hier so hin, da ist ja noch ein bisschen Wasser drin. Ja, wir dürfen die Steine halt nicht verlieren. Guckt euch diese Geilheit vom Mann an. Wow. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt, ich würde die Hose versteigern am Ende des Trips. Ich glaube, die kauft keiner, Bro. Ach, scheiße. Okay, auf zum Fluss. Ah, guck mal, hier ist übrigens der scheiße Lappen. Warum liegt denn der da? Ja, alles ich hab den einfach da hingeballert gestern. Ach, du scheiße, ja, schnell weiter. Ich hatte gestern ja in der Nacht ein Alarmstufe Braun Kommando. ich muss aber sagen, ich glaube, dass es nicht jetzt irgendwie war wegen dem Trinken, was wir gestern getestet haben. Wir haben ja gestern von dem Fluss da so ein paar Schlücke genommen. Ich glaube, dass es einfach nur die Reste waren, die noch in meinem Körper waren an Essen. Die raus wollten. Genau. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge. Dir geht's auch gut wegen dem Trinken? Ja, ne? An sich ja, ne? Okay, dann hoffen wir mal, dass es jetzt gut wird. Wir werden jetzt, denke ich, beide so nicht so kleine Sipper nehmen, sondern jeder wird jetzt von uns so 3 so richtig fette Schlücke nehmen. Große Schlückers. Ja. Dann schauen wir mal eine halbe Stunde und wenn dann alles gut ist, dann saufen wir uns dumm hier. Ey, das hat schon viel Scheiße im Wasser irgendwie drin, ne? Okay, das ist eine gute Menge, oder? Ja, komm. So, hier haben jetzt 3 Schlückers. Puh. Ancestors von diesem Wald, bitte gönnt uns. Wie schmeckt? Erdig. Aber besser als das abgekochte. Ja, ein bisschen. Man schmeckt noch ein bisschen abgekocht durch. Ey, Stößchen auf euch. Also ich habe jetzt so 4 dicke Sips genommen. Ja. Soll ich noch mehr nehmen? Ich nehme noch mal 2 mehr. Ich nehme auch noch mal welche dann, dass wir gute Vergleichswerte haben. Ja, geil ist es nicht, aber funktioniert. Muss nicht schmecken, muss wirken. Lu, ein bisschen Dreck ist nicht schlimm. Das Schlimme sind kleine Bakterien, die der Körper, der menschliche Körper von den beiden so nicht kennt, weißt du? Normalerweise macht das nichts. Das Problem sind halt so, ja genau, das, was der Evo so sagt. Wenn das ist nicht so wirklich schlimm. Das Problem ist, Bakterien, die der menschliche Körper noch nicht kennt oder dort aufnimmt, die, wo er dann gegen ankämpft. Das ist das Schlimme bei Wasser. Und ja, also man sagt halt, also klar, wenn das stehendes Wasser ist, ist immer nicht so gut, ne, weil das halt auch faulen kann. Ist halt wirklich so, stehendes Wasser stinkt, sagt man immer dazu. Und wenn du fließendes Wasser hast, was am besten durch tausende Steinchen, Erde und sonst irgendwas durchgeht, das ist auch gut. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Na, Evo, wenn halt totes Tier drin ist oder so, ist auch nicht gut. Das merkst du so als erstes nicht, aber das riecht man eigentlich, fault so ein bisschen. Okay, dann packen wir das erstmal wieder weg. Ja. Und dann schauen wir jetzt mal, setzen wir uns kurz eine halbe Stunde hin, aber nichts machen. Nur auf den Körper hören und schauen einfach mal, ob sich irgendwas bewegt, ob wir kotzen müssen oder so. Okay, Sir. Ich meine mal gehört zu haben, das habe ich gestern schon zu Dominik gesagt, dass so Seerosen Qualität des Wassers angeben. Also wenn man, je mehr Seerosen und Pflanzen da drin sind, desto Seerosen können tatsächlich Hinweis auf die Wasserqualität in einem Gewässer geben. Ja, aber was heißt das? Können tatsächlich Hinweise auf die Wasserqualität.
Ja, heißt das jetzt, es ist gut oder schlecht? Ja, die wollen halt nicht mehr abkochen, Ralle, weil wenn die abkochen, dauert es halt umso länger, bis es abgekühlt ist, weißt du? Ach so, dass die Seerose sagt, dass es gut ist. Ah, okay, interessant. MHT, grüß dich. Hi. Wenn du dich wunderst, dass ich da bei YouTube, da sind ja nur 4 Zuschauer, soweit ich sehe. Falls du dich wunderst, ich bin auch noch zeitgleich auf Twitch, ne? Nicht, dass du dich wunderst, so, hä, mit wem redet der? Hat der Hallos oder was? Nee, hat er nicht. Nur damit du Bescheid weißt. So besser ist die Qualität. Aber für mich. Halt aber auch unfassbar viel Scheiße drin. Ja, ich will mich nicht drauf verlassen. Also hier ist auch. Süchtiger, guten Tag. Grüß dich. Moin. Okay, wir haben jetzt 2 Stunden später. Uns beiden geht es auf jeden Fall gut soweit. Dann direkt. Also wir müssen nicht kotzen oder scheißen. Aber wir haben unfassbar Durst. Ja. Deswegen werden wir jetzt doch eine Flasche abfüllen. Und das diesmal ein bisschen mit diesem Schal hier filtern. Genau, ja, das ist eine gute Idee. Gekommen. Wir könnten ja diese groben Dreckstoffe hier einfach wegfiltern, wenn wir das hier einfach so mäßig drüber legen. Genau. Ja, ich glaube, das ist ganz smart. Hilft es nicht, also von der Verträglichkeit hilft es nicht. Aber da soll man doch auch, wie war das, Strumpfhosen oder so nehmen, ne? Strumpfhosen soll man da machen, ne? Ja, aber es ein bisschen angenehmer zu trinken dann. Ja, genau. Boah. Genau, man kann doch Strumpfhosen auch zum Filtern nehmen, ne? Evo, da war da mal was. Irgendwas mit Strumpfhose. Strumpfhose für Keime und so ein Scheiß, weil das sich da drin verfängt. In diesen, wie hieß denn das nochmal? Gab es so einen speziellen Dingens dafür. Was soll man da machen? Digga, also man merkt auf jeden Fall krass, dass wir super, super, super dehydriert sind. Danke für die Herzen, Leute. Die Sonne ballert gerade so böse. Was ist denn die da? Okay, Freunde, jeder von uns hat jetzt hier so ein bisschen was getrunken. Wir füllen es jetzt nochmal komplett auf. Nehmen es mit ins Lager. Ja, genau, umso feinmaschiger, desto besser. Dann kommen wir heute zu Projektpunkt Nummer 2, Shelterausbau. Ah, okay, krass. Also, ich sag mal so, die beiden entwickeln sich gerade zu, wir sind Team, wir bleiben. Hast du Pech gehabt, ja? Jetzt sind wir da, wir bleiben. Also, obwohl ich gedacht hätte, so, okay, krass, steht nicht so gut um die. Aber finde ich cool. Noch? So, wir bauen jetzt einen Angel und hoffen, Fisch zu fangen. Der Joey Kelly, das ist nicht nur ein Arbeitstier, das ist auch einer, der unheimlich, ich weiß nicht, der ist unheimlich kopffit. Ich meine, muss er auch, was der alles schon gemacht hat, der hat ja hier Strongest Man und so ein Scheiß oder Iron, wie heißt das nochmal? Wo du da diese 3 Monstermarathone machst hier, Laufen, Radfahren, Schwimmen. Das hat er ja mehrmals gewonnen. Dann mehrere Marathone, Ironman, ja. Ironman wollte ich sagen, aber dann habe ich an den Film gedacht. Der ist mental super stark, ja, super stark. Also Kopf ist der, ich glaube, der kann den Jan öfters sagen so, ey, komm, wir ziehen durch, ja. Ich glaube, das schafft er. Der ist auch sehr ruhig, das hilft ungemein. Ja, das ist wie bei Sascha und Knossi. Knossi ist der, ja! Und der Sascha lässt sich da mitreißen, so, ja, der ist halt dann der Ruhepol so. So ist es bei den beiden auch hier. Ist halt, wobei beide sehr ruhig sind, irgendwie. Ja. Krass, Mann. Wir bauen den Weg, nutzen die Zeit, weil wenn wir Fisch oder irgendwann kein Wasser mehr haben, jedes Mal, wenn wir gehen, bauen Milo, grüß dich. Ja, schön. Guten Tag. Wir gemeinsam die A3. Das ist irgendwann die A... Wir bauen die A3, sagt er. Oh Mann, ey. A2 auch ist. Ja. So, ist das ein Traum? Oh. Da müsste eigentlich Fisch rein. Dann haben die nächsten bald Fisch. Krass. Ich glaube, die haben die Spots genau so gewählt, dass die auch ein bisschen laufen müssen und suchen müssen, ob die an Fisch kommen oder so. Weißt du, wie ich meine? Es ist so groß, oder? Ja. Ja, schon.
Weil ich glaube nicht, dass die aussetzen und sagen, ja komm, hier, scheiß drauf, paar Steinchen, sollen sie am Stein lutschen, weißt du? Ja, wegen Trinkwasser. 100% haben die das so gemacht. 100%. Kann mir auch nicht anders vorstellen. Weil ich glaube nicht, gerade weil die das ja ausgesucht haben, die können ja nicht sagen so, ah, weißt du was, scheiß auf die, ist mir da egal, ob die da verrecken oder nicht. Das machen die nicht. Also die suchen das schon aus, hart, aber fair, muss man sagen, ne? So wie hier, hart, aber herzlich. Ja, andere Sache. Also Frösche sind auf jeden Fall hier. Die Frage ist nur, wo. Jetzt bin ich schon gespannt. Oha, gut. Not bad. Da beißt nichts an. Und ich. Also du musst beim Angeln, musst du dir eins merken. Das dauert. Das dauert. Das geht nicht. Fisch. Ja, das ist Geduldsspiel ohne Ende. Als ich früher noch aktiv geangelt habe, habe ich auch, Angel raus, kommt nichts. Weißt du, und dann habe ich gelernt so, das dauert. Du brauchst Geduld, Ruhe und es beruhigt ohne Ende. Das beruhigt ohne Ende. Nach einer Minute, da beißt nichts an. Ist doch. Angel rausgeschmissen, kommt nichts. Kein Fisch, hier ist nichts. Ja, ich habe das auch gemacht damals, ja? Wo ich war sehr ungeduldig immer, ja, ja. Und dann später, wo ich so meinen ersten Fisch hatte, Aal habe ich auch schon gefangen. Aal ist schwierig, Aal ist super schwierig, weil die sehr stark im Wasser sind. Ist heftig. Ja. Aber die Erfahrungen sind krass, die man da so. Ich bin so oder so schon relativ ungeduldiger Mensch. Ah, okay, alles klar. Ich war mit Affe ein paar Wochenenden vor Drehstart hier angeln an einem Forellenpuff. Im Fisch, wie gesagt, ist es aber anders. Da sind safe Forellen drin und so was. Und da 9 Stunden nichts gefangen. Obwohl da Dinger halt safe drin waren. Die sind auch manchmal rausgesprungen und sowas. An diesem scheiß Tümpel hier, wo ich gerade sitze, hat sich halt wirklich nichts bewegt, außer die Libellen überm Wasser. Auch schlecht. Er steht in der Sonne. Er sollte, wenn, auf die rechte Seite im Schatten. Oder, was auch wichtig ist, gerade beim Angeln, früh morgens. Ist ganz wichtig. Ganz früh morgens oder halt abends oder nachtangeln. Das ist so, also wenn die Sonne hoch steht, ist Angeln sowieso, na, dann gehen die Fische nach unten ins Dunkle, wo es halt kühl ist und sowas. Oder fressen sowieso nichts in der Zeit, weil sie dann irgendwie, keine Ahnung, den Haushalt machen oder so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bezweifle arg, dass hier irgendwas drin ist. Dann hier immer einzukurbeln und wieder wegzuwerfen, da Dingen, also das ist schon wirklich was für eine Geduldsprobe. Ist halt. Ist leider so, ja. Ich werfe das Ding jetzt so ein paar Mal raus und dann haue ich hier ab. Weil da macht das eigentlich, also da werde ich aggressiv hier beim Angeln. Werde ich aggressiv? Ich glaube, wenn der zurückkommt ohne Fisch zum Joey, geht Joey hin. Halbe Stunde Joey zurück, 5 Fische. Pass auf. Das wäre so crazy, ey. Ach, guck mal hier, ne? Rumatra und also wenn der Spot stimmt, wo die beiden sind, guck mal, den haben die ja gefunden. Die sind ja hier einmal durch. Das sieht jetzt so nicht so weit aus, aber ich kann mir gut vorstellen, Alter, da wäre, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich auch 3 Stunden unterwegs. Und dann bist du hier und hier sind bestimmt Fische drin. 100%. Oder haben die sogar den See gefunden? Nee, das ist ja gar kein See, das ist ja schon Meer, ne, glaube ich. Ah. So, wir sind weiter am Arbeiten. Unser Bett braucht mehr Reisig. Die ersten Tage ging es, aber mittlerweile ist der ganze Reisig platt und wir merken auch durch unsere Isomatte, wir haben ja schon Luxus, eine haben, haben wir teilweise solche Stöcker oder so dick, die merkt man wahnsinnig doll an der Hüfte oder an den Schultern, am Rücken. Deswegen machen wir jetzt noch mehr Reisig, noch einen Baum geholt von da ganz hinten, den ganzen Reisig, den wir da hinten noch hatten. Und jetzt schnappt sich Rumatra die Säge und ich das Messer und dann machen wir unser Bett besser, das wollten wir gestern. Aber alleine schon der Weg von da hinten hierher. So die haben immer noch das Zeug hier hängen, Alter. Das stinkt doch nach einer Zeit. Ist so ein paar Höhenmeter am Sand, hat es schon echt wieder in sich. So, wir haben zwar noch Bären, aber wir treten den nächsten Gewaltmarsch an, nochmal bis nach ganz hinten, um genau die Ränder abzuchecken. Nicht nur den Rand, sondern auch drüber abzuchecken, ob da noch Bären sind, dass wir wissen, wie viel Essen wir die nächsten Tage haben. Dass wir uns die Bären da hinten, wo das große Vorkommen war, besser einteilen können. Ja, es ist schlau, ne? Die machen sich jetzt halt einen Plan, weil die wollen halt noch ein paar Tage bleiben. Finde ich super.
Aber sie hätten vielleicht den Plan mit dem Angeln auf jeden Fall. Ne? Ey, bei uns am Strand waren ja schon viele Wolfsspuren, ne? Aber hier ist ja alles voll. Oh ja, krass. Nicht, dass die da irgendwie. Ja, die trinken da, ne? Mit einem Kehlenbiss. Boah, ist das braun, Mann. Das trinken wir immer. Nicht Wasser. So ein Scheiß. Wie kann man so braun sein? Kacke. So, wir treten den Heimweg an. Zurück zu unserer Bucht. Einmal wird es kälter und da kommt eine fette Wolkennebelfront. Und wir müssen mindestens noch anderthalb Stunden zurückgehen. Ich bin so gespannt, ob die anderen Teams auch so riesige Ausflüge gemacht haben. Aber bestimmt. Den wird es auch mordslangweilig sein, glaube ich. Komplett im Arsch. Klettern jetzt über die Felsen. Noch nie war die Verletzungsgefahr so groß wie jetzt. Wenn sich jetzt einer von uns verletzt, bin ich stinksauer. Wenn du dich verletzt, hau ich dir in die Fresse. Und wenn ich mich verletze, haust du mir bitte in die Fresse, okay? Nö. Wieso nicht? Ich bin gegen Gewalt. Oh Mann. Lossi und Sascha. Wie ich es gelernt habe beim Jagdkommando. Ah, okay, krass. Ja, ja, gut. Die Flosse zu fixieren. Perfekt. Damit dann, wenn der Fisch im Stock steckt und dann grillt, dann nicht runterfällt. Ganz wichtig, auch hier bei der Brustflosse zu fixieren. Haben wir auch. Wir machen das wie Profis. Das ist unfassbar. Den stecken wir auf den Stock quer durch. Das top, der dürfte perfekt, das den sein. Auch. Hammer. Aber das ist doch ein Bild für Götter. Wir beide grillen Fische, Sascha. Ja. Traum. Das Knacksen. Wir melden uns gleich nochmal zum Geschmackstest. Der bleibt noch warm hier. Da sind Gräten mit drin, da kannst du nichts machen. Jetzt zeig ich dir, wie es ist. Ja, kannst du nichts machen. Machen wir ein kleines Stück. Nehmen wir ein Stück. Ist es noch warm? Ist noch ein bisschen warm. Mmh. Ja, noch ein bisschen warm. Oh, wenn du leicht, guck mal, leicht abziehen von den Gräten. Ja, man muss vorsichtig so sein, ja. Ja, ja. Leicht runterziehen. Da auch einfach vorher schon runterziehen. Ja, ich mach so mit der Zähne. So. Guck mal, einfach so. Salz, Pfeffer. Mmh. Noah. Das ist lecker. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn man nichts hat, ist das unglaublich, gell? Boah. Boah, der hat ihn echt gut zusammengehalten. Oh, hat der gut gehalten. Also, wohin legen? Rad, gib mir. Kannst du nehmen? Immer schön alles aufheben, ey. Jetzt heißt es Stock rausziehen. Ja, danke schön, danke schön. Hinten Flosse festhalten und fällt halt ab. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Los geht's. Oh, da kannst du mal. Oh, der ist lecker. Boah, der ist richtig fettig. Der Fisch ist fettig. Gell? Ja, ja. Ja, läuft das Fett raus oder was? Boah, ich nehme das ganze Ding. Ist beides Fett, viel. Aber weißt du, was geil wäre? Einfach das ganze Ding essen. Geht es? Nee, geht nicht. Da ist auch die Flosse drauf. Aber Fett ist gut. Gerade in den ihrer Verfassung jetzt. Boah. Da Gräten drin. Ich mag halt Fisch generell nicht, aber ich finde es für die finde ich es cool. Verzeiht uns, hier fressen wir wie Schweine. Zu Hause nicht. Aber hier ist anders. Wir sind Wilde. Mm. Wir sind wirklich die Wilde. Wir haben eine kleine Sorge. Eine Wunde bei Sascha. Eine Wunde, bei der wir irgendwie vermuten, dass was drin ist. Aber keine Sorge. Wieso haben wir keine Sorge? Weil... Wir haben mal wieder was super Cooles in die Flasche gepackt. Wieder Tipp vom Jagdkommando. Kaliumpermanganat, wie wir es euch schon vorgestellt haben. Ja. Filtert nicht nur das Wasser richtig. Ihr habt es gesehen, ein Staubkorn haben wir da reingegeben. Und wenn ich da jetzt eine kleine Messerspitze nehme, reicht vollkommen. Nicht so viel, du weißt. Kann man das auch ins Wasser geben. Ja. Und vom Jagdkommando hat er das, okay. Somit, und dann das Wasser eben hier auf die Wunde und somit, ja, wird das Ganze hier von Bakterien eben getötet. Alle Bakterien getötet, top. Wohin soll ich es machen? Machen wir da mal rein. Ja, perfekt. Boah, guckt euch das Wasser jetzt an, guckt euch das an. Was? Aber wenn du das trinkst, bist du komplett vergiftet. Ja. Das muss man ehrlich sagen. Da bist du komplett vergiftet und hast keine Bakterien mehr im Darm. Wir machen nur immer ein Streusel rein, wenn wir das nutzen. Ja, meistens nutzen wir Mikro pur, aber das haben wir auch schon genutzt. Da machen wir nur ein Korn rein, weil ein sonst Korn, ja. Was der letzte Tag werden. Und jetzt da öffnet ihr das ein bisschen.
Haben die keinen Dingens oder so? So ein Tuch oder was, damit er sich das so eintupfen kann? Schön drüber. Maybe. Kennt bestimmt, oder? Geil. Kaliumpermanganat ist ein starkes Antiseptikum. Reinigt Wunden, bekämpft Infektionen, fördert schnelle Heilung. Vorsichtig, dosiert ein wichtiges Tool für die Wildnis. Okay, krass. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wusste ich da, also noch nie gehört, dass es sowas gibt, ey. Aus die Farbe, gell? Schon lang kein Lila mehr gesehen. Boah. Und man merkt richtig, wie das arbeitet. Also richtig, wie das brennt. Krass, Kaliumpermanganat. Ja. Na, ist das hier Toss oder so? Muss ich aufpassen? Und Hanna, wie fühlt sich dein Urlaub bisher an? Dein Urlaub. Schön. Das Wasser ist ein bisschen kalt. Oh. Wir springen in Mini-Krebsis, Nerven. Oh. Ansonsten Top-Urlaub. Danke dir. Top-Urlaub. Genießen wir weiterhin. Ja. Ja. So, Freunde der Sonne. So sieht unser Shelter jetzt aus. Man sieht, wie das platt gedrückt ist. Mhm. Echt heftig. Das heißt, Plan für heute: Moos, 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 Moos. Sie ist echt einfach. Sie trägt gerade so viel wie sich selbst. Hier haben wir extremst viel Moos gerade gesammelt. Und hinten ist ja sogar noch mehr. Und werden jetzt hier nach und nach auslegen. Das Ding wolltest du auch drin haben, ne? Genau. Ja, ich war bei so Einheimischen und die nutzen das teilweise für ihre Shelter und für die Betten drunter, weil das sind nicht so Tannen, wie man sieht. Ich weiß gar nicht tatsächlich, was das ist. Ich weiß so, wie es sich anfühlt und es ist einfach super, super weich, ja. Und bietet sich mega gut an, das als Unterlage zu nutzen. Das heißt, wir werden davon sicherlich jetzt ein paar abcutten. Aber nicht von dem Baum, weil das ist unser Schutzbaum. Ja, das ist unser Schutzbaum, der fühlt sich gut an. Genau. Wir werden das also wieder einen kleinen Marsch hinlegen, dann das rauf, dann das rauf, dahin und dann... Wieder auch nochmal schön auspolstern, ja. Runter und am Schluss Moos. Und genau. Alter, das muss jetzt dann... Ja, das muss. Das muss. Ey, wir werden schlafen wie Babys heute Nacht und dann die Tage, man kann schon sehen, so manchmal, wenn man irgendwie einen Pipigang macht oder so, nimmt man sich ganz gerne mal einen Stock mit und macht die Seiten langsam dicht. Also das hier ist kompletter Müll, ignoriert es. Und werden dann nach und nach die Seiten füllen und schauen, ob wir uns ein kleines Häuschen in den 14 Tagen bauen können. Haben wir Bock? Wir haben Bock. Yes. Jo. Das sieht scheiße bequem aus, ey. Unser Luxusbett. Aber sowas von, ey, warte. Guck mal, wie hoch das ist. Wir haben das jetzt endlich einigermaßen gerade gemacht. Junge, das ist besser als jedes Bett, was ich jemals in meinem Leben benutzt habe. Voll geil. Also. Wir werden so gut schlafen heute Nacht. Oh, es ist geil. Und jetzt kann man ganz langsam anfangen, sich um die Wände zu kümmern. Später um das Dach zu kümmern, um die Front zu kümmern. Aber das Bett sitzt und die Energie wird länger da bleiben. Kümmern, um die Front zu kümmern, aber das Bett. Sind die da? Absolut. Heißt, es soll auch überleben. Urlaub. Wow. Ja, man merkte, das ist wirklich heute nicht mein Tag, das ist... Auf jeden Fall der mit Abstand beschissenste Tag von allen bislang. Ich habe kranken Hunger. Ich vermisse meine Freunde und meine Pferde zu Hause. Aber ich habe ja hier rausgefunden, dass ich das Sägen über alles liebe. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Holzstamm geholt. Messer habe ich auch mit dabei. Und um irgendwas Spaßiges zu haben oder irgendwas, um so ein bisschen näher an zu Hause dran zu sein, habe ich jetzt mir vorgenommen, ein bisschen was zu schnitzen über die Tage. Für ein paar verschiedene Personen oder sowas.
Ja, ich fange auf jeden Fall an mit dem Rizzo. Da denke ich am meisten dran. Deswegen, jetzt wird geschnitzt. Wahrscheinlich wird es ein paar Tage dauern. Ich weiß auch noch nicht genau was, aber irgendwas Nices. Mal hart. Nur am Malochen, der Kerl. Der Jan geht's heute nicht so gut. Der kämpft mit Hunger. Der hat kaum Energie. Ja, ich weiß nicht, was. Ich habe mit ihm einige Mal gesprochen, aber er muss durch. Die Hunger vergeht irgendwann. Habe ich ihm versprochen. Aber er kämpft. Ich habe ihm gesagt, er soll sich ausruhen. Es bringt nicht, wenn er jetzt hier Steine klopft und noch weniger Energie hat, dass er gar nicht mehr kann. Passiert wieder was oder was? Tag 5, 18.31 Uhr. Eineinhalb später. Präsentiert euch der Ramontika vom Herrn. Das geschnitzte Werk. Geil. Zum Durchgucken oder was? Geil. Alter Bärlachsporno, ist das nicht romantisch? Ja gut, aber das habe ich jetzt gebraucht. So war richtig schön romantisch, sentimentales. Für ein Rizzo. Alter, ich bin hyped. Das hat auch richtig Bock gemacht. Das werde ich jetzt auf jeden Fall jeden Tag machen. Irgendwas schnitzen. Von der Stange habe ich das hier weggesägt. Hier schön. Die Seite. Und dann mit dem Messer die ganze Zeit so drin rumgepökelt oder was. Geil, Alter. Bin ich heiß. Hat er dann Lidl-Bag? Wie geil, Alter, ein Lidl-Bag. Rumgepökelt oder was. Geil, Alter, bin ich hype mit. Also in diesem Sinne chill ich hier noch ein bisschen und ich guck mal danach, was Joey macht. Ah, die zwei, ja. Okay, wir haben jetzt ein paar Stunden später. Die Sonne ist schon sehr viel schwächer als vorhin. Und jetzt geht's los endlich. Wir haben uns Folgendes vorgenommen. Und zwar werden wir jetzt gleich mal hier die ganzen Schlafsäcke wegnehmen. Und das hier, worauf wir pennen, ist eigentlich ziemlich geil. Aber es gibt zwei Probleme. Problem Nummer eins, wir haben es auf jeden Fall platt gelegen. Also sieht man hier, es ist komplett platt. Und wir haben teilweise beim ersten Mal, wo wir das gemacht haben, ich weiß nicht, war das erster Tag oder so, ja, haben wir so große Stöcker dazu gemacht, also hier so richtige Oschis. Ja. Und das bockt gar nicht. Also da ist immer so einer, der mir dann so im Rücken steckt in der Nacht, das bockt gar nicht. Dann ziehe ich den so raus und schmeiß den weg und dann ist man halt kurz wach, das bockt nicht. Das wollen wir jetzt upgraden. Das heißt, wir werden uns jetzt die Säge schnappen und werden hier mit voller Motivation in den Wald gehen und ein paar Äste absiebeln. Ja, ich denke mal, wir haben hier genug. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein, dass wir hier welche finden. Also hier diese ganzen kleinen Wichser, die werden wir jetzt gleich abholzen und in unser Bett legen. Alter, schau mal, auf was für einen dicken Wichser ich da penne die ganze Zeit. Sieht man das? Digga, richtig bequem, Alter. Oh mein Gott, man sieht auch richtig, wo wir gelegen haben. Checkst du? Ja, Mulden. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt geiler gemacht. Jetzt geht die... Fertig. Jetzt ist ein bisschen groß, der kann weg. So. Oh, das wird gleich so geil sein, wenn wir uns da reinlegen. Wow. Das wird sich so lohnen, Mann. So. Furo Nummer 3. Krass, was wir Menschen... Ein, zwei Dinger noch, dann haben wir es, glaube ich. Hast du noch einen von meiner Seite auch? Nee. Okay, korrekt, danke dir. Müssen wir gleich nochmal machen. Ich habe nicht mehr so viele. Okay, sehr, sehr geil. Dann machen wir noch ein paar mehr, Freunde, und dann ist es fertig. Geilo. Das sieht schon so gemütlich aus. Ja, Mann. So, okay, man macht da hinten noch weiter, gerade diese Büschel.
Wir gehen jetzt nochmal frisches Wasser holen vom Fluss. Fluss in ganz großen Anführungsstrichen, aber das ist ja wirklich ein stehendes Gewässer eigentlich. Ich versuche jetzt mal an eine andere Stelle zu gehen, wo es vielleicht nicht so ganz erdig schmeckt. Vielleicht wo es ein bisschen tiefer ist oder so. Wie ist es hier? Hier ist es tiefer. Da vorne sehen wir auch ein bisschen Movement. Probieren wir mal hier. Okay. Schauen wir mal. Ja. Ich glaube, die Farbe ist ähnlich. Geschmack. Ich würde sagen, Geschmack ist besser. Erstmal kurz auf chillig einen halben Liter hier wegzischen. Also bis jetzt hatte nur Kevin eine dicke Scheißerei einmal gestern. Wo wir nicht wissen, ob das da vom Wasser kam oder nicht. Bisher bei mir noch gar nichts. Außer halt Sodbrennen seit gestern und heute. Ich weiß aber nicht, ob das vom Flusswasser kommen kann. Oder ob das einfach ist wegen zu viel Magensäure, zu wenig gegessen, getrunken, keine Ahnung. Im Alltag habe ich eigentlich mit Sodbrennen gar kein Problem. Jetzt auf einmal kommt das und das ist teilweise richtig stark. Also so, dass ich mich nachts von links nach rechts drehe. Und auf einmal habe ich das Gefühl, ich muss kotzen und die Säure kommt mir wirklich hochgeschossen und so. Das ist richtig, richtig abartig. Naja, okay. Ich düse mal wieder zurück zu Kevin. Und dann schauen wir uns das Lager an, wie es geworden ist. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt noch mal eine halbe Stunde später. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, man sieht auch im Cam wahrscheinlich jetzt nicht so viel Unterschied, aber schon so ein bisschen more fluffy und wir machen jetzt den Test. So. Zack. Oh. Ja, Mann. Das ist es. Ja, Mann. Top. Boah, das war gerade irgendwie eine Stunde Investition, aber es hat sich übel gelohnt. Wow. Wow. So liegt man wie ein König. Ja, Mann. Der Mann neben mir hat sich halb übergeben gerade. Ui. Boah, ich weiß nicht, ob es der Geschmack ist oder ob das Wasser nicht gut ist. Mir ist richtig schlecht. Boah, Jesus. Ja, ich fühle das auf jeden Fall. Ich habe auch immer, wenn ich das trinke, oder nicht immer, aber ab und zu habe ich dann, ist mir so ein bisschen schlecht. Und ich meine, das kann nicht daran liegen, dass das Wasser irgendwie schlecht ist oder so. Weil ich glaube nicht, dass das so direkt hätte dann. Vielleicht doch, Mann. Vielleicht sollten wir wieder das abkochen, no joke, auch wenn es eklig schmeckt. Also, weil seitdem wir das Wasser trinken, ist es uns schlecht und ich habe Sodbrennen. Nee, mir geht's ganz gut. Das ist immer nur so kurz, nachdem wir es getrunken haben, denke ich so, oh, Digga, jetzt so Erde trinken, let's go. Und danach geht's fit. Boah, ich wünschte, wir hätten genug Chlortabletten. Bei den Chlortabletten war das gar kein Thema. Ja, wir sind ein bisschen dumm gewesen. Wir haben nur 9 Chlortabletten mitgenommen. Wir hätten easy, das war so dumm. Wir hatten das auch erst vor, wir hätten easy so, keine Ahnung, 3 pro Tag mitnehmen können. Das wären dann irgendwie 40 Stück oder so. Die sind so klein, wirklich, die sind kleiner als ein... Wie eine Ameise. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Wir hätten die easy da reinbekommen. Es war so dumm. Digga, ich sehe aus wie ein Imker einfach. Junge, Alter. Da ist auch so, Ralle. Ist auch so. Ja, Leute, so ist es. Was soll ich sagen? Das ist eine verfickte, reale Scheiße. Weißt du, was das ist? Ha? Das ist Survival. Ja. Das ist stimmt das. Leider. Das ist das echte Leben. Jeder, der das zu Hause schaut, Digga, das ging mir selber doch genauso. Ihr habt wirklich keine Ahnung, was das hier bedeutet, Mann. 14 Tage, bro. Das ist wirklich so eine kranke Scheiße. Ja, krass, ey. Ich sag's euch, ich könnt's nicht. Ich sag's euch, ich könnt es nicht. Wäre für mich nee. Wie gesagt, die mal einen Tag besuchen, easy, mal rein sneaken, so. Was machen die, wie geht's denen, so Hallo sagen, ha, hihi. Aber das weiß ich nicht. Nee, das würde ich nicht.